إبراهيم ابن آزر ابن ناحور, also mit Al-Khalil ist gemeint, der edle Prophet Ibrahim alayhi salam. Sein Name ist Ibrahim ibn Azar. Und er sagte weiter, er kam im südirakischen Babel auf die Welt und dies circa 2000 Jahre vor Isa. Und er wanderte dann in die Levante aus. Er verstarb, nachdem er 157 Jahre gelebt hatte. Und Ibrahim bedeutet auf Syriakisch ein gnädiger Vater. Das sind jetzt viele Infos, die wir gehört haben. Und wir versuchen während dieser Unterrichtsreihe immer, außer dass wir auch auf die Erläuterung jedes Verses oder von jedem Vers und von jedem Hadith eingehen, gibt es auch immer Biografien zu den Sahaba, zu den Gelehrten, die genannt werden, zu den Propheten, wie hier in diesem Fall. Und wir gehen auch auf einige geografische Punkte ein. Wie zum Beispiel jetzt, wozu wir inshallah gleich kommen werden und auch später. Und zwar, wir haben hier zunächst einmal, wie gesagt, Ibrahim ibn Azar. Das ist sein Name. Und Ibrahim stammte aus der Gegend Babel. Und Babel ist eine Provinz im heutigen Südirak. Oder eine Gegend im heutigen Südirak. Und wann kam er auf die Welt? Ungefähr 2000 Jahre vor Isa a.s. Und ihr kennt die Geschichte von Ibrahim, darauf brauchen wir jetzt nicht ausführlich eingehen. Er wanderte dann in die Levante aus. Und die Levante ist Biladu al-Sham, das heutige Syrien, Palästina, Jordanien. Und er ging auch nach Ägypten und er ging auch nach Mekka und er baute in Mekka mit seinem Sohn Ismail die Kaaba. Und er lebte 157 Jahre, Ibrahim a.s. Und sein Grab ist im heutigen Palästina, in der Stadt Khalil. Und diese Stadt wird Hebron genannt. Und dort ist sein Grab. Aber was wichtig ist, zu wissen, es ist nicht bekannt, wo genau sein Grab ist. Man weiß, sein Grab ist in jener Stadt, aber wo genau, das wissen wir nicht oder das weiß man nicht. Und Ibrahim bedeutet auf Syriakisch ein gnädiger Vater. Kommen wir zu dem Vers. Sheikh Abdurrahman ibn Hassan sagte, und Allah hat ja bereits das Bittgebet von Ibrahim.